feste Glauben. Es war irgendwie so eine Neugierde da und auch irgendwie so ein bisschen Unbehagen, weil man quasi da so Angst hat, ins offene Messer zu laufen. Ich habe geschrieben, dass ich erreichen möchte, dass ich mich nicht für meine Kirche schämen muss. Dass er selbst Opfer von Missbrauch geworden ist und das da zu sagen, war nicht sehr stark und es war wirklich totenstill im Raum. Mein Name ist Johanna Müller, ich bin 16 Jahre alt, komme aus Marienfeld im Bistum Münster und bin die jüngste Teilnehmerin beim Synodalen Weg. Johanna gehört zu den 15 jungen Menschen, die die Zukunft der katholischen Kirche mitgestalten. Sie wird in den kommenden 2 Jahren Teil der Synodalversammlung sein und den jungen Menschen in der Kirche eine Stimme und ein Gesicht geben. Beim Synodalen Weg treffen sich die katholischen Bischöfe und die Kirchenbasis, um über Reformen in der Kirche zu beraten. Es ist also quasi ein innerkatholischer Reformdialog. Die Synodalversammlung, das ist dann das oberste Organ des Synodalen Weges und fasst auch die Beschlüsse. Am vergangenen Wochenende sind erstmals alle 230 Delegierten in Frankfurt am Main zusammengekommen. Johanna war eine von ihnen und erzählt uns jetzt, wie sie die 3 Tage erlebt hat. Johanna, der BDKJ, also der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, hat ja 15 junge Menschen für den Synodalen Weg gesucht. Es haben sich weit mehr als 200 beworben. Wie hast du das bitte geschafft, da ausgewählt zu werden? Ja, so genau weiß ich das auch nicht. Also ich habe das bei der Instagram-Story von katholisch.de gesehen, ganz zufällig. Natürlich wusste ich was vom Synodalen Weg und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie cool, da mitzumachen. Habe mich beworben über ein Online-Formular und scheinbar waren meine Argumente überzeugend. Vielleicht war es auch, dass es so ein bisschen cool war, so eine ganz junge mit reinzunehmen. Mit 16 Jahren ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich. Ich weiß es nicht genau. Scheinbar konnten meine Argumente überzeugen. Cool, ich weiß ja. Es nicht. Hattest du dir denn Chancen ausgerechnet? Also hast du wirklich damit gerechnet, dass du dabei sein wirst? Nein, nicht wirklich. Also ich habe schon ein bisschen gewartet und das ging relativ zackig. Im November habe ich mich beworben, Mitte Dezember kam das ganz plötzlich und dann hieß es, du bist in der engeren Auswahl und du bist dabei. Und dann war das ganz plötzlich und irgendwie total überraschend. Ja, Wahnsinn, cool. Der BDKJ wollte ja mit der Auswahl von diesen 15 eine möglichst sehr große Vielfalt von jungen Menschen darstellen. Wie äußert sich diese Vielfalt jetzt bei euch in der Gruppe? Also ich glaube, wir haben sogar Schüler dabei, wie mich zum Beispiel, noch 2 andere Leute, die gerade ein Mädchen haben wir, die ist im FSJ. Dann haben wir viele, die in der BDKJ-Verbandsarbeit tätig sind, also ein paar Ältere, die wirklich schon so an die 30 gehen. Dann haben wir tatsächlich auch einen Transsexuellen dabei. Okay. Und dabei sind, glaube ich, 10 Mädchen und 5 Jungs. Das war auch nochmal wichtig unter diesen 15 jungen Leuten. Also ich glaube, wir haben das ganze Alter auch ziemlich gut abgedeckt und die Bistümer sollten noch abgedeckt werden. Also wir haben wirklich Augsburg, Magdeburg, Hamburg, Münster, so ziemlich alles dabei. Okay, also wirklich eine Vielfalt im Sinne von regionaler Vielfalt, ja, auch. Aber auch bei euch innerhalb vom Engagement, vom Alter, von der Ausrichtung. Okay. Genau, ja. Ja. Du selbst kommst ja aus Marienfeld, das ist ein Stadtteil von Hasewinkel, also ganz am östlichen Rand vom Bistum Münster. Wie stehst du selbst zur katholischen Kirche? Bist du da aktiv irgendwie? Ja, also ich bin von Kindesbeinen an da mit aufgenommen worden. Wir wohnen direkt an der alten Kirche auf dem Klosterhof und ja, so hat sich's halt ergeben. Ich bin immer mit zur Kirche gegangen, mache ich immer noch, jetzt mittlerweile schon freiwillig. Bin Messdienerin, viel in der Messdienerarbeit aktiv. Mädchenchor singe ich, da haben wir noch ganz viel mit dem Deutschen Purikantoris-Verband zu tun, einem Chorverband. Und so kommt so das eine zum anderen. Man kriegt viel in der Pfarrei mit. Ja, und ich würde schon sagen, dass unsere Familie ja ziemlich engagiert in dem Ganzen da ist. Ja, das heißt, du standst also der katholischen Kirche immer schon nah, hast auch wahrscheinlich früh schon von diesem synodalen Weg gehört oder folgst bestimmten Kanälen auf den sozialen Medien und hast dann entschlossen, dich zu bewerben. Du hast gerade schon von Argumenten gesprochen. Was musste man denn, wie musste man sich bewerben? Was brauchte man also dafür? Einmal war halt die Frage vom Engagement, in welchen Verbänden man ist, wie man sich in der Kirchengemeinde oder in welchen Ebenen man sich engagiert
Und dann kamen halt natürlich so Sachen wie, was ist deine Motivation, was willst du beim synodalen Weg erreichen? Mhm. Was hast du da geschrieben? Ich habe geschrieben, dass ich erreichen möchte, dass ich mich nicht für meine Kirche schämen muss, heute nicht und halt vor allem auch in Zukunft nicht, dass ich da was dran ändern möchte, dass ich eine Kirche haben möchte, die für Jung und Alt attraktiv ist, in der sich Jung und Alt aufgenommen und angenommen fühlen. Und auch, dass die Kirche authentischer ist und vor allem wieder glaubwürdig ist. Also, dass man wirklich seinen Glauben da leben kann und auch hinter dem ganzen anderen wirklich, sag ich mal, das unterschreiben kann und da wirklich hinterstehen kann. Okay, also man brauchte Motivationsschreiben, so ein bisschen was zu eigenen Personen, Lebenslauf genau. Und so. Und das war die Bewerbung. Ja, und Zukunftsbild war auch noch die Frage, wie sehe ich die Kirche in Zukunft? Ah, ja. Zum Beispiel, da habe ich eher so geschrieben, dass ich glaube, dass es vielleicht wahrscheinlich deutlich weniger Katholiken werden. Und da habe ich mich auch mit abgefunden. Aber ich glaube, dass es dann wieder ehrlicher wird, dass da mehr Authentizität ist, dass dass man zusammenrücken muss, dass man andere Formen finden muss, einfach weil ich glaube, die Pfarreien, so wie sie im Moment sind, nicht aufrechterhalten werden können. Okay, spannend auf jeden Fall. In den letzten Tagen hat man jetzt ja schon ganz viel Inhalte gehört, die in diesen Tagen, worum es in den Tagen ging. Man konnte viele Statements hören und lesen. Wir sprechen bestimmt auch noch über so ein paar Inhalte, aber was mich vor allem interessiert, ist so das Drumherum, so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen, weil wir mit dir jetzt hier so an der Quelle sitzen. Vielleicht schon mal direkt, als es losging, bist du von Hasewinkel aus gefahren? Nee, ich bin in Reda in Zug gestiegen, mit zweimal umsteigen über Köln, dann letztendlich nach Frankfurt. Das ging irgendwie morgens um 7 schon los. Ich hatte eine Schulbefreiung für Donnerstag und Freitag. Stimmt, die brauchtest du auch, ja. Genau, und dann ging es als erstes in Frankfurt in die Station Lounge. Das sind so Konferenzräume am Bahnhof, wo wir ein Vortreffen mit dem BDKJ hatten. Ja. Dort gab es Input und wir konnten uns auch noch mal ein bisschen kennenlernen, da wir vorher nur eine Skype-Konferenz mit den 15 jungen Leuten gemacht hatten. Ah, okay, alles klar. Und dort gab es ein bisschen Input, organisatorische Fragen. Wir wurden ein bisschen, uns wurde ein bisschen was beigebracht, wie wir mit Medien umgehen sollen, wenn wir Fragen haben, was wir machen sollen, wie wir bei Interviews uns geben sollen, wie wir damit klarkommen können. So, das war eigentlich richtig hilfreich. Ja. Okay, aber mit welchem Gefühl bist du da um 7 Uhr morgens in den Zug gestiegen? Weil du warst ja alleine auch, ne? Ich habe mich wirklich gefreut. Die Tage davor waren anstrengend. Also ich habe auch irgendwie gemerkt, da war man irgendwie so aufgeregt. Ich wusste nicht genau, was mich erwartet. Mhm. Ich wusste, dass es anstrengende Tage werden. Ich wusste, dass es spannend wird. Aber es war natürlich auch so ein Unbehagen, weil ich nicht wusste, wie genau das ist, was da jetzt für Leute sind, ob ich da so mit klarkomme oder es irgendwie mich total emotional trifft, wenn da irgendwas passiert. Und als ich dann wirklich im Zug saß, war ich natürlich erstmal mega müde. Aber es war noch, ne? Es war aber auch irgendwie cool, weil alle anderen gingen zur Schule und ich fuhr dann nach Frankfurt und konnte da meins starten. Und das war dann schon irgendwie aufregend, aber auch total toll. Wenn alle in der Schule waren, also mal so nebenbei, was sagen deine Freunde dazu? Kannten die überhaupt den synodalen Weg oder musst du es erstmal erklären? Nee, also ich habe mir schon angewöhnt, in den letzten Tagen muss ich des Öfteren halt erklären, was das ist. Ja. Ich habe es dann mal ein bisschen runtergebrochen und so auch das Verständnis gesucht, weil wenn ich sage, in der katholischen Kirche läuft viel falsch, das können viele verstehen, da ist ein Verständnis. Und dann habe ich mich halt auch dafür stark gemacht und es so erklärt, dass ich halt da was dran ändern möchte und das konnten viele verstehen dann. Und ich habe es so erklärt, dass es halt so ein Reformprozess ist, wo Laien und Bischöfe oder Laien und Priester zusammen halt beraten wollen und so ging das eigentlich ganz gut dann. Super, ja. Du hast gerade erzählt, ihr habt euch da mit den 15 jungen Leuten das erste Mal getroffen und wahrscheinlich ging es dann an dem Donnerstag ja auch dann irgendwann zum Frankfurter Dom, wo dieser große Eröffnungsgottesdienst genau, war. Genau, also wir sind erst noch übers Hotel, wo wir alle eingecheckt haben. Ja. Da gab es noch die Unterlagen und so den Ausweis, womit man halt nur überall reinkam. Also so stand dann drauf, Mitglied der Synodalversammlung. Und als wir in dieses Hotel kamen, also die jungen Leute wirklich bunt mit ihren Koffern und überall her, waren schon ganz viele Bischöfe da. Wir waren alle in einem Hotel untergebracht. Also alle 200 Leute haben in diesem Hotel gewohnt. Okay. Ja. Und da war es schon total schwarz und dann kam irgendwie Kardinal Wölki da lang und der Pfarrer von irgendeinem Bischof und da war richtig Trubel. Das war total witzig. Wir fühlten uns irgendwie so ein bisschen wie Aliens, als wir da reinkamen. Das ist ein bisschen aufgemischt. Ja. Und dann sind wir auch zum Dom gegangen. Ich durfte eine Fürbitte lesen und dann mussten wir noch zur Liturgieprobe. Weil Domradio das ja auch übertragen hatte, musste alles geklärt werden. Das heißt, wir waren um 4 schon am Dom. Das war ziemlich stressig, dann schnell hin und ich war kaum auf meinem Zimmer gewesen. Also. Ja. Und der Gottesdienst, wie hast du den empfunden? Am Anfang war es etwas
unorganisiert. Ich habe mich ein bisschen verloren gefühlt, weil ich plötzlich in der Sakristei stand mit den anderen. Okay. Und alle Synodalen sollten ja einziehen. Haben sie auch. Und die Kommunionhelfer und die Fürbitleute und so, die standen noch in der Sakristei und waren so ein bisschen verloren. Dann gingen wir irgendwann rein und zogen dann quasi mit den Messdienern ein, aber vor den Messdienern. Und ich bin dann nachher ganz vorne eingezogen und ich dachte irgendwie, da muss doch mal Weihrauch oder Kreuz oder irgendwas davor. Mhm. Nee, da mussten wir scheinbar vorgehen und ich hatte keinen Plan. Ich bin irgendwie am Rand vorbei und dann Kniebeuge, also immer so ein bisschen Pokerface gemacht, wenn man das so als Messdiener kennt. Genau, Profi warst du dann. Ja, schon, ne? Ein bisschen, aber wenn ich irgendeinen Weihrauch was in der Hand gehabt hätte, hätte ich mich wohler gefühlt, ja, in der Form. So. Ansonsten habe ich es wirklich sehr gut empfunden. Also saßen alle gemischt, Bischöfe, die meisten in den Bänken. Es gab keine große Konzelebration. Ich stand nicht alle vorne. Mhm. Und es war wirklich so ein Miteinander und es passte irgendwie, weil es waren ja auch alle irgendwie so aus dem gleichen Grund da und alle hatten, ja, das war eine gute Idee, mit so einem Gottesdienst da zu starten. Mhm. Und jetzt wart ihr alle in einem Hotel untergebracht. Wie war das dann abends? Also hat man sich da irgendwie noch getroffen oder in der Hotelbar oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ich muss sagen, bei den ersten Abenden sind wir erst gegen 10 oder so ins Hotel gekommen, weil teilweise noch Tagung war oder so ein Eröffnungsabendessen woanders. Da ging dann jeder so seiner Wege, viele Bischöfe schon relativ früh ins Bett. Ja. Ein Weihbischof lud dann die Jugendlichen irgendwie auf einen Drink ein und meinte, ja, wir treffen uns noch in der Lounge da. Das war ganz cool. Okay. Habe ich nicht mal so genau mitgekriegt, weil ich dann auch aufs Zimmer bin irgendwann. Aber da hat jeder so seins gemacht. Aber es war schon sehr witzig, auch in den Aufzügen. Dann hast du plötzlich da einen getroffen, der gar nicht wusste, wo er jetzt hin muss und sein Zimmer und so. Ja. Also die Begegnungen gerade im Hotel und so nebenbei waren einfach super. Mhm. Dann war Freitag ja so der erste richtige, also vollständige Tagungstag, Versammlungstag. Und als du da in das Dominikanerkloster gekommen bist, wo ihr ja getagt habt, woher wusstest du, wo du dich hinsetzen musst? Das ist eine gute Frage. Ich hatte echt Schwierigkeiten, meinen Platz zu finden. Es hingen große Pläne aus. Wir saßen in Reihen gegenüber. Vorne saß das Synodalpräsidium oder die Moderation halt. Oben auf der Tribüne die Presse und die Beobachter. Mhm. Und das war alphabetisch. Und es ging immer wie so eine Linie. Es fing mit A an und dann immer so hin und her die Tischreihen. Und dann hingen Pläne aus. Ich habe meinen Namen gesucht unter Müller und dann hingen auch Zahlen aus. Also dann waren die Sitze nummeriert und die Namen standen auch nochmal auf dem Tisch. Aber irgendwie hatte ich echt Schwierigkeiten, meinen Platz dann zu finden. Dann bin noch einem Organisator ein bisschen gesucht und irgendwann hatte ich ihn da und habe dann auch meine Sitznachbarn kennengelernt. Der eine hieß logischerweise auch Müller. Mit dem Nachnamen kann das schon mal vorkommen. Genau. Und habe mich dann auch relativ schnell eingefunden. Ich saß ganz weit vorne, wie 4 Plätze vom Synodalpräsidium weg und habe richtig viel mitgekriegt davon. Und sind auch wirklich Gespräche mit deinen Sitznachbarn zustande gekommen? Weil wart ihr euch ja auch erstmal fremd, ne? Wahrscheinlich waren das keine jungen Leute, also vom BDKJ Entsandte. Nee, genau. Also ich hatte tatsächlich 2 Priester, rechts und links. Mhm. Beim einen geistlichen Einhalt hieß das, sollten wir uns erstmal so ein bisschen umgucken und ankommen. Und da sollte man auch mal mit den Sitznachbarn ins Gespräch kommen, warum man da ist und sich vorstellen. Und danach hat man relativ schnell gemerkt, wie die neben einem ticken, durch Kommentare, durch Abstimmung irgendwie, war aber total locker die Stimmung da. Super, ja. Und eine ganz wichtige Frage, wenn es um so eine Tagung geht, bei der man sich sehr konzentrieren muss, was gab es zu essen? Also wie wurdet ihr verpflegt? Also das Frühstück war ganz normal im Hotel. Bei diesem Motel One war es ja ein bisschen spannend, weil es halt keinen richtigen Frühstücksraum gibt. Wir mussten quasi im Vorbeigehen da seinen Kaffee holen und hier noch das. Das war für manche Bischöfe auch schon wieder etwas kompliziert, sag ich mal. An einem Mittag gab es dann in der Stadthalle, das war neben dem Dom, da mussten wir da hinlaufen, essen und zwar in so Gläsern. Das hatte ich auch noch nie gesehen. Also Vorspeisen, dann tatsächlich auch warme Speisen in so Gläsern und Nachtisch, das war ganz praktisch und es hieß, wenn man 3 dieser Gläser isst, müsste man satt sein. Das war ungefähr hingehauen. Der Richtwert. Genau, war eigentlich mal ganz nett und vor allem auch regional und so, also richtig gut. Mhm. Und es sagte nur nachher Bischof Koch aus Berlin, als wir wieder in Sitzungssaal kamen, sehr lange her, dass ich aus Gläschen gegessen habe. Ja, das stimmt natürlich, aber es hat auf jeden Fall geschmeckt. Ja. Das ist auch die Hauptsache, genau. Ja, jetzt gab es zum synodalen Weg ja auch im Vorfeld schon so die ein oder andere recht hitzige Debatte, mit so ein paar Emotionen, Sorge, natürlich auch Hoffnung und so der große Wille, was zu verändern. Wie hast du die Stimmung jetzt bei dieser ersten Versammlung erlebt insgesamt, also auch abseits des offiziellen Programms? Also gerade abseits des offiziellen Programms wurde
natürlich das nochmal nachdiskutiert, wenn es irgendwie Unstimmigkeiten wirklich während der Sitzung gab, wurde das nochmal aufgegriffen, man hat sich unterhalten und auch irgendwie mal mit Frust abgelassen oder sich aufgeregt über irgendwelche Kommentare. Aber es war total offen, man ist mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Und während den Sitzungen, gerade am Anfang, war es irgendwie so, dass alle, das für alle neu war. Es saßen alle gemischt und alle hat, es war irgendwie so eine Neugierde da und auch irgendwie so ein bisschen Unbehagen, weil man quasi da so Angst hatte, ins offene Messer zu laufen, sag ich mal. Aber ich persönlich habe mich eigentlich total wohl gefühlt und habe das als sehr positiv alles empfunden. Was hat dich besonders überrascht? Überrascht haben mich die Offenheit, hat mich die Offenheit bei den Wortbeiträgen. Also es gab ja immer so Inputs oder die Vorstellung der Foren dann bei den vier Themen, die besonders behandelt wurden. Und zu den Themen konnte man Wortmeldungen einreichen. Und was da wirklich alles angesprochen wurde, wie offen die Menschen da gesprochen haben und als die Redezeit dann auf eine Minute gekürzt wurde, weil so ein Andrang an Wortmeldungen waren, wie gut manche da in einer Minute Statements abgeliefert haben, das war echt hervorragend. Und das fand ich total spannend, weil ich auch nicht gedacht hatte, dass da so viele Leute sprechen. Und ja, das hat mich auch echt überrascht, mit welchem Mut die da reingegangen sind. So. Gab es da auch eins bei einem Wortbeitrag, der dich besonders beeindruckt oder berührt oder bewegt hat? Ja, also eigentlich fast zwei. Und zwar tatsächlich auch von den jungen Leuten, die sich auch sehr aktiv beteiligt haben. Und zwar stand Mara Klein aus Magdeburg, auch aus unserer BDKJ-Truppe, sag ich mal, da und sagte dann auch, weil irgendwie Herr Fuderholzer oder so vorher gesagt hatte, er würde sich unwohl fühlen oder irgendwas mit unwohl fühlen auf jeden Fall. Und dann sagt sie, ich hoffe doch, sie fühlen sich alle unwohl und ich fühle mich unwohl, hier zu stehen, als Nicht-Mann, als nicht-heterosexuell. Und sie war wirklich sehr bewegt und sehr emotional auch und das ging mir auch total nah und dieser Mut einfach, wie sie da gestanden hat und das so gesagt hat, da merkte man auch richtig die Stimmung im Saal. Und ein ähnliches Beispiel war Janosch Rogel, der als transsexuell sich angemeldet hat oder geoutet hat und dort dann stand und wirklich über eine Minute auch ein Plädoyer, sag ich mal, gehalten hat und gesagt hat, dass er selbst Opfer von Missbrauch geworden ist und das dazu sagen, war nicht sehr stark und es war wirklich totenstill im Raum. Und er sagte, die Anwesenden könnten sicher sein, dass die Opfer mithören, dass sie hier im Raum sind. Okay, krass. Und danach gab es wirklich auch Standing Ovations, nicht von allen, aber der Mehrheit auf jeden Fall. Aber das hat wahrscheinlich viele berührt. Ja, und total. Ja. Okay. Der BDKJ und ihr als Vertreter wollt ja vor allem so die Anliegen junger Menschen in den synodalen Weg einbringen und euch auch für deren Beteiligung einsetzen. Was sind da genau eure Forderungen? Ja, also ich muss als erstes sagen, dass wir nicht verpflichtet sind, irgendwie vom BDKJ eine Meinung zu vertreten. Das wurde auch nochmal ganz klar gesagt. Wir sind zwar ein bisschen zusammengeschlossen und wir werden betreut in einer gewissen Weise von dieser Gruppe und wir können uns austauschen, aber wir sind alle, haben alle unsere eigene Meinung und natürlich können wir uns auch irgendwie an die Meinung oder an die Forderung vom BDKJ halten, was ich persönlich auch tue, weil ich viele davon sehr gut finde. Welche da waren davon, dass man die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ermöglicht, dass man eine lebensnahe Ausbildung für Priester endlich macht, auch fordert. Und natürlich ein wichtiges Thema, dass man Frauen mehr Leitungspositionen gibt und die halt mehr eingliedert da noch. Okay. Für diese inhaltliche Arbeit des Synodalen Wegs wurden ja vier Synodalforen eingerichtet. Das hast du gerade auch schon erwähnt, dass es darum inhaltlich ging. Die endgültigen Titel finde ich ziemlich sperrig, deswegen nur so mal im Kurzabriss. Also es soll um Gewaltenteilung gehen, um die Sexualmoral, um Priester und um Frauen. Und bei dieser ersten Versammlung wurden diese Foren ja personell besetzt, also die Personen wurden benannt oder ausgewählt. Du selbst bist in dem Forum Macht und Gewaltenteilung in der Kirche, wirst da mitarbeiten. Dabei soll es darum gehen, wie mit der Macht in der Kirche umgegangen wird, was getan werden muss, um Machtabbau und eine Verteilung von Macht zu erreichen. Warum wolltest du gerade in diesem Forum mitarbeiten? Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, weil man von dort vieles leiten kann, weil von dort vieles ausgeht. Wir haben diese hierarchische Struktur in der Kirche, die irgendwie überhaupt nicht zum christlichen Dasein passt, finde ich. Und
da war es mir ganz wichtig, da ich das auch mehr selbst merke, dass zum Beispiel ein Bischof allein heutzutage nicht mehr alles entscheiden kann. Dass Pfarrer eigentlich Priester geworden sind, weil sie Seelsorge machen wollen und nicht, weil sie jetzt irgendwie über den Bau des Krankenhauses bestimmen wollen oder mitwirken müssen. Und neue Leitungsmöglichkeiten von Pfarreien gebraucht werden dass sowas in die Wege geleitet werden kann, finde ich total wichtig, weil ich finde, dann kann man sich auch mehr wieder auf das Seelsorgerische und alles andere konzentrieren, wenn das einen neuen Rahmen gefunden hat. Mhm. Und nochmal so der Rückblick auf die gesamte erste Versammlung. In welchen Themen steckt deiner Meinung nach besonders hohes Konfliktpotenzial? Also wo könnte es nochmal so richtig zünden? Also am deutlichsten habe ich das, finde ich, einmal beim Zölibat gemerkt, weil ich sage es mal so, der für manche oder für viele eine ganz verschiedene Stellung hat. Also manche wollen ihn komplett abzuschaffen, ist nicht wirklich die Rede, aber es geht ja um diesen Pflichtzölibat. Mhm. Und da gingen die Meinungen total auseinander, in welcher Form man das machen kann und so. Da denke ich, wird es große Diskussionen geben. Und was für mich auch, wo ich gemerkt habe, dass es großes Konfliktpotenzial gibt, ist die Sexualmoral oder auch die Sexuallehre, in welcher Form sie ernst genommen wird, ob sie erneuert werden muss. Da waren auch die Auswertungen aus dem Internet sehr spannend, weil da wirklich die Meinungen gegenübergestellt wurden. Einmal, dass man die als Kompromiss sehen muss und wie man sie halt heutzutage leben kann, oder auch, dass sie so gar nicht mehr geht und man sie erneuern muss. Und da prallen, glaube ich, auch, ich will jetzt nicht sagen Fronten aufeinander, weil das ist nicht der Sinn von diesem synodalen Weg, aber schon feste Meinungen prallen da aufeinander. Also da könnte es nochmal spannend werden in den Diskussionen. Ja, ich denke. Ja. Und wie geht das jetzt konkret weiter, also organisatorisch? Wie läuft das? Also die Foren werden sich so ungefähr zweimal, denke ich, treffen jetzt im halben Jahr. Die zweite Synodalversammlung findet Anfang September statt, wo wir dann alle wieder zusammenkommen werden. Und da geht es dann inhaltlich richtig los, denke ich. Diese Themen brauchen zwei Lesungen, heißt es. Die werden jetzt in den Foren vorbereitet, kommen dann in die Synodalversammlung. Dort können aber noch keine Beschlüsse oder so gefasst werden, sondern es wird darüber gesprochen, teils abgestimmt, denke ich. Dann werden die nochmal in die Foren gegeben und dann frühestens bei der dritten Synodalversammlung können wirklich richtige Beschlüsse gefasst werden. Okay, also du wirst uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, nehme ich an. Du nimmst uns während der Versammlung ja auch mit, also berichtest bei uns auf dem Instagram-Kanal vom Bistum Münster. Wir freuen uns schon darauf und danke, dass du uns heute einen ersten Einblick gegeben hast. Sehr gerne. Das war unser Podcast mit Johanna Müller, die als jüngste Teilnehmerin an der ersten Synodalversammlung teilgenommen hat und uns einen Einblick hinter die Kulissen gegeben hat. Mein Name ist Ann-Christine Ladermann und ich sag bis zum nächsten Mal.